Ich möchte mit ins Ödland. Das ist die große Eröffnung. Verbesserte Rail-Patrone. Nimm mich mal mit. Was haben wir denn hier? Das komische Rätsel. Einfaches Rätsel. Wenn du die richtige Antwort in das Eingabefeld am Lift für im Audienzzimmer eingibst, kriegst du eine Belohnung von mir. Ich würde gern wissen, wie das geht. Das ist das Problem. Ich verstehe nicht, was das zu bedeuten hat. Selbst 4 mal 7 mal 8 macht halt keinen Sinn. Das ist zu wenig. 4 mal 7 sind 28. So, 7 mal 8 sind 56. Warte mal, ich glaube, ich hab's raus. 4 mal 7 sind 28. So, 7 mal 8 sind das 56. 40, 48, 56. Ja. 56 plus 28 sind 84. Lass mich das mal probieren, ob das beim zweiten und dritten auch der Fall ist. So. 4, 7, 8. So, das sind 28 und das sind 56. Und das dann plus. Sind 6. Ne, 4. 84. Okay, das erste haben wir. So, das zweite ist 9, 3, 5. Das wären dann 15. Ne, 3 mal 9 sind 27. 27, 15. Ich habe mich verrechnet. 27 plus 15 sind 42. Okay. 6, 2, 7. Das sind 12. 14. 26. Jawohl. Und das andere ist 5, 6, 7, ne? 5, 6, 7. 5 mal 6 sind 30. 6 mal 7 sind 42. So. 2, 4, 5, 6, 7. 72. Lift zum Audienzzimmer. Das könnte hinkommen. Da bin ich immer gespannt. So.
3, 0. 4, 2, 7, 2. Zu einfach. Naja. Naja. Man muss erstmal drauf kommen. Ups. Sieht aus, als wäre hier ziemlich viel los. Na gut. Sehen wir uns ein paar Geschichten von den Leuten hier an. Nicht schlecht. Das Rätsel ist einfach, wenn man einfach mal das Muster verstanden hat. Ja, das ist klar. Mein geliebter Sohn wurde von einer Weile von Natibas in der Schlucht. Ja, nehmen wir mal mit. Ich muss was unternehmen. Das Gehirn übertakten. Das klingt aber mehr als gewagt, finde ich. Scheint, als müsste ich das untersuchen. Hey, weißt du, du weißt Bescheid, oder? Diese kleinen Tropfen, diese grünen Kritzern, diese Orkalsäcke dürfen das nicht rausfinden. Ich weiß, dass es verboten ist, aber was ist, wenn du weißt schon, in mein Hirn übertakte und es dann so hinüber ist? Hat sich die automatisch abgesetzt? Die Ölspeicheranlage der Trümmerfelder. Roxanne. Natürlich. Wieso flattert so ein süßer Engel? Ich wünschte, du würdest aufhören, so zu reden. Ja, ja. Du gehst. Also, ich hatte Spaß. Ob belassen wir es doch. Okay, schade. So, kann ich hier eigentlich... So, was haben wir denn hier? Okay, Netzwerk, wertvolle Fracht. Hole die Fracht des Auftraggebers aus dem Ödland. Besiege Heckenkeiler im Ödland. Naja, warum nicht? Wir brauchen Vita-Coins, um uns mehr Ausrüstung bzw. Kostüme zu holen. Angriffskraft, wenn Gegner besiegt wird. 10 Sekunden. Ich will den mal probieren. Ich finde diese High-Heel-Schuhe ohne Hacken ganz komisch. Hat irgendwas von menschlichen Hufen. Weird. Bim bim. Bim 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 bim. Ein Stück von denen ist nicht so optimal. Aber machbar, die laufen ja hier überall rum. Das erinnert mich eher an so ein MMO.
erinnert mich irgendwie eher an ein MMO. Geh dahin, besiege 10 von denen und so weiter und so fort. Nur gucken, wo es Buff von diesen Hackern gibt. Da ist doch noch einer. Du sollst nicht so schnell rennen, du sollst hier hochspringen. Yo! One Hit! Alter Schwede. Super geil, Omatico. I like that. Schlecht. Gefällt mir. So. Wo haben wir denn noch ein paar von diesen Himmel? Ja, auf jeden Fall nochmal den Fähigkeitsbaum. Gucken wir, ob wir noch mal ein paar finden. Glück noch. Da waren es nur noch 9. 9 kleine Mistviecher habe ich schon gekillt. Einer fehlt noch für die Aufgabe und da hinten steht der still. Unwahrscheinlich. Ja.
So, ich glaube es zwar nicht, aber gehen wir mal und reisen wir mal zurück. Oder? Warte mal. Ich habe da noch mehr zu tun. Wertvolle Fracht. Ja. Machen wir erstmal ein paar Aufgaben und kehren dann zum schwarzen Brett zurück. Das macht, ich glaube, es lohnt sich dann eher. Mal ausruhen und dann reisen. Allein nur, dass wir diesen Trank zurückkriegen, lohnt es sich. Ich finde, hier auf der linken Seite könnten sie noch irgendwie so einen Schnellreisepunkt setzen. Schwarz sieht auch nicht schlecht aus. Alter, hier hochzulaufen, das ist echt ein Krampf. Zum Glück habe ich hier die Tür aufgemacht. Hey, die Truhe war doch zu. Sie ist leer. Wurde sie benutzt, um mich herzulocken? So, was haben wir denn als nächstes hier? Da. Aber sonst gibt's hier nichts, ne? Naja. Gab genug hier tatsächlich. Justin, hey, schön, dass du da bist. Manche Gegner sind assi. Aber ansonsten ganz schick. Wir haben eine neue Frisur, wir haben ein paar Sachen. Ich weiß nur nicht, was ich der jetzt anziehen soll. Wir haben ein paar Suites freigeschaltet. Das ist der normal... Nee. Das ist der normale Erkundungssuit. Das ist der planetarische. Den haben wir gebaut.
Welchen? Den haben wir. Mit dem bin ich eine Weile durch die Gegend gerannt. Und dann haben wir den hier. Guck mal, da unten mit so einem Herzchen. Ich habe den jetzt mal ausprobiert. Weil ich schwarz auch nicht schlecht finde. Schön, dass du da bist. Ich weiß halt nur nicht. Ja, entscheide uns. Was müssen wir halt entscheiden, was wir machen. Weil ich kann mich halt nicht entscheiden. So, wir müssen hier hoch und dann dadurch. Wir könnten aber auch hier durch die Mülldeponie. Ah, dieser kleine Wichser da hinten. Das ist ein Assi, ne? Ich habe übrigens auf einfach gestellt, weil sonst hätte ich den zweiten Boss nicht besiegt. Bevor wir jetzt in die Stadt angekommen sind. Also wir sind sozusagen ein Engel, müssen halt irgendwie den Leuten helfen. Komm her, Daddy! Es macht schon Spaß, aber das Problem ist, es kostet Schweinegeld. Hallo, Tentakel! So, Beta-Energie laden wir auf, indem wir kämpfen. Wir müssen in diese Richtung. Alter, was ist denn das für ein Pferd, ey? Alter Schwede, nee. Kommst gleich mal in die Salami, ey. Willkommen zurück. Also das Hinterhalt. Der Hinterhalt ist halt richtig geil, wenn du den hinkriegst. Das ist das Problem. Da oben ist ein Objekt. Oh, fuck. So. Ja, der Zui hat keine Ahnung. Sonst hätte ich ihn gefragt, wie wir rumlaufen sollen, aber er will wohl nicht. Hochentwickeltes Polyethylen. Ja, die brauchen wir, um diese Suits zu basteln, müssen aber, brauchen aber Vita-Coins, um die Blaupausen zu kaufen. Kann sein, dass du ein wenig leise bist gegenüber dem Spiel. Pferd X Hammer High oder was soll das darstellen? Das kam ja auch schon so rüber. Ist kein Problem, ich kann es ja leiser stellen. Ich habe die ganze Zeit gefragt, ist mit dem Audio alles in Ordnung? Nein, keiner hat geantwortet. Was soll ich dann machen, wenn keiner antwortet? Ich meine, ich frage jedes Mal. Hier müssen wir einfach nur Bescheid geben. Das müsste jetzt besser sein. So, da ist noch ein Gegner. Hier ist noch eine. Habe ich voll. Hier oben. 54 Meter oben. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Muss ich hier durch den Schrott nach oben?
Oh, komm schon. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich bin doch erst jetzt gekommen. Don't judge me. Nee, Justin und Zui und Yuna. Die waren die ganze Zeit da und hätten was sagen können. Aber die wollten nicht. Ich muss also nach da oben. Frage ist, wie komme ich da hoch? Wahrscheinlich hier rüber. Muss ich irgendwie da nach da oben. Einfach drauf auf das Schwanzvieh. So. Wie gesagt, ich war seit meiner letzten Nachricht irgendwie um irgendwie 18 Uhr weg. Na dann. Oha, die letzten Koordinaten, damit der Kleine sich piept, ist der Privatbereich von Dick. Ja. Beschädigen Sie bitte nichts und entweigen Sie keine Schrottteile. Falls Sie geschäftlich hier sind, bitte ich Sie in den nächstgelegenen Mülldeponien. Was? Ich dachte, ich muss dem noch irgendwas... Ah, okay. Da hat der kleine Roboter also sein Dingsbums. Aber ich muss trotzdem irgendwie da hoch und weiter. Achso, ja, es ist ja nicht R2, das ist ja was anderes. Da muss ich mal gucken, wie ich anders hier hochkomme. Muss nach da oben. Frage ist nur wie. Die Frage ist nur wie, aber ich verstehe schon, warum du das rote Outfit. Auf jeden Fall, genau. Das wird's sein, Justin. Na, die hat noch was an. Aber wie komme ich denn nach da oben? Oh, du schon wieder. Wie komme ich nach da oben? Hier hoch komme ich schon nochmal. Oh, komm schon, wirklich. Na komm. Doch, fick doch mein Leben, ey. Ich verstehe nicht, wie man da hochkommen soll. Seht ihr einen Weg? Ich glaube nicht, dass man hier offiziell hochkommen soll. Aber man muss doch da irgendwie hochkommen. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Hast du die Schwierigkeitsstufe? Nein, habe ich nicht. Ich will das Spiel jetzt genießen und nicht ständig 1000 Millionen Mal sterben.
Da habe ich keine Zeit. Wie komme ich denn da hoch? Oh nein, muss ich doch von hier? Oh, fuck. Dann muss ich hier zur Mülldeponie. Okay, dann muss ich doch da lang. Tja, Zui, musst dir was anderes besorgen, wo du dir einen drauf wedeln kannst. Wird heute nichts mit uns. Ich bin eigentlich ganz froh, wenn es schnell geht. Wenn es mal ein bisschen läuft. So, dann gehe ich mal hier lang. Ich habe einfach viel zu viel zu tun, um mich, um Spiele künstlich schwer zu machen, um mich damit aufzuhalten. Bei aller Liebe. Weil ich weiß ja sowieso nicht, wie und wo ich die ganzen Spiele, wie und wann ich die ganzen Spiele vor allem zocken soll. Mir und dann dort irgendwie hoch. Wäre ja mal was Neues, ein Spiel abzuschließen. Ja, das habe ich ja vor. Das habe ich ja vor. Deswegen fange ich ja nicht so viel an. Atomic Heart fühle ich einfach nicht. Und Cyberpunk ist zu groß, um es irgendwie abzuschließen. Oh nein, nicht dieser Penner schon wieder. Ah, diese verfickte Drohne da hinten, ey. Die machen diesen Wichser schwer hier. Gewusst, dass da noch irgendwas ist. Hast du eigentlich den Stream offen in der Twitch-App oder hast du den Modus nur auf nur Chat? Ich habe den Stream offen im Twitch auf der App. Warum? Das sollte dir ein wenig Akku sparen. Ist egal, ich habe den hier eh am Dingsbums. Ich habe hier eh Wireless Charger dran. So ein Magnetcharger. Ich möchte den. Aber wie kann ich den denn nur in den Chat-Modus reinstellen? Wie geht denn das? Nur auf den Stream Manager gehen. Oben rechts auf dem Einstellungsrad habe ich nicht tatsächlich. Entdecken, durchsuchen, live. Willkommen zum Creator-Modus.
Flüstern. Nein. Startseite. Streamen. Anschauen. Stream Manager. Stream Info. Alle Aktivitäten zeigen. Im Nicht-Creator-Modus, okay. Warum kann ich hier nichts hier? Graf Wallner, Mod-Ansicht ist da. Let's go. Auf weitere Tools. Nur Emote-Chat, Chat, Chat nur für Follower, Slow-Chat. Und dann sollte das Team ja offen sein wie jeder andere. Da gibt es oben rechts eine Einstellung und da kannst du nur Audio oder nur Chat als Auswahl. Ja, nur Chat. Ah, jetzt habe ich's. Okay. Nee, bei mir hat er Dingsbums. Bei mir hat er das ausgemacht. Passt. Hier gibt's noch einen Mensch. Orkal ist tatsächlich ein falscher Prophet. Ein persönlicher Datenlink? Bitte, von sowas habe ich ja noch nie gehört. Er hat die Bürger erpresst, das war's, mehr auch nicht. Was für ein verrückter alter Mistkerl. Wir freien Bürger müssen gewinnen. Gemeinsam werden wir Bürger niemals unterliegen. Aber ich vermisse meine Schwester. Oh je. Yeah. Oh. Okay. Alpha. Zeta, Alpha, Zeta, Alpha. Xion, Aras Schließfach. Ja. Okay. So, R2 prüfen. Ein schwarzes Brett? Gut. Schauen wir mal, was in Zion so passiert. Müsste eigentlich genug sein. Vita-Coin. Nochmal 2 Vita-Coin. Oh, das ist gut. Nur Kohle. Sieht ganz gut aus. So, die Frage ist nur, wie prüfen? 72 Jahre sind vergangen, seitdem Mother Bear eine neue Menschheit. Ja, ja. Propaganda. Ich glaube nicht, dass wir uns was leisten können. Hast du kurz Zeit? Natürlich. Wieso flattert so ein süßer Engel heute hier bei mir herein? Oh, kannst du mal aufhören, mich die ganze Zeit anzubaggern? Ich wünschte, du würdest aufhören, so zu reden. Ich will doch nur einkaufen. Oh, wir können uns das Outfit holen. Oder das? Nee, das hier noch nicht. War mir ein Vergnügen. Wir sehen. Okay, pass auf. Wir haben ein neues Outfit. Ich hab doch noch.
Datenbank. Hier, Memoristik Zugangscodes. Benutzt hier. Xeon, Aarons Schließfach. Ja, aber wo finde ich Aarons Schließfach? Das wäre interessant. Haarsalons ist das Junk. Infohändlerin, Wegpunkt. Aufzug des Audienzzimmers. Ich probiere es mal bei diesem Aufzug. Hier haben wir genug Dosen gesammelt. Au. Muss ich mal hier ein bisschen zurechtfinden. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, hier war ich noch nicht. Engel, du darfst den Weg des Exils nicht ohne Erlaubnis benutzen. Was? Selbst für dich gibt es da keine Sonderbehandlung. Ich kann dich doch einfach alle abschlachten und der Käse ist gegessen, du Lappen. Weg des Exils ohne Benutzen. Zum Geier. Ist denn der Weg des Exils? So, ich will mal bei dem Aufzug was gucken. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Schließfach ist oder nicht. So. Ich hoffe, euch geht's soweit ganz gut. Ich glaube, das nächste große Monster werden wir begegnen, wenn wir ein bisschen Xbox machen. Ich habe keine Ahnung, wie ich zu diesen scheiß Schließfächern komme. Werden wir sehen.